Zeitmaschine ein Workout, was ihr einfach von zu Hause nachmachen könnt. Das Workout beinhaltet 6 Übungen, mit jeweils, das sind 3 Übungspaare, mit jeweils 2 Übungen. Die macht ihr entweder jeweils für 30 Sekunden, 45 oder 60 Sekunden. Das Ganze macht ihr dann mit 4 Wiederholungen, also 6 Übungen, jeweils 45 Sekunden zum Beispiel, einmal eine Übung durch und das Ganze 4-mal wiederholen. Wir zeigen euch die Übungen langsam, wir erklären, wie die Übungen gehen und wir wünschen euch vor allem viel Spaß. Übung Nummer 1 sind die Sumo-Kniebeugen. Ein bisschen mehr als schulterbreit stehen. Die Hände gerade nach vorne vor den Oberkörper, jetzt langsam nach unten bis an den niedrigsten Punkt und dann mit Spannung und mit Schwung einmal nach oben drücken und leicht anspringen und das Ganze wiederholen. Von der Seite, richtig Po nach hinten und Übung Nummer 2 sind die Hip Thrusts. Einmal auf den Boden legen, die Beine leicht anwinkeln, die Hände sind direkt am Körper flach auf dem Boden. Jetzt mit Spannung einmal und ein bisschen mit Schwung die Hüfte nach oben drücken, langsam runter und wieder mit Schwung nach oben, langsam runter. Wichtig ist, wenn ihr oben seid, ihr müsst wirklich anspannen. Beine, Po, Bauch, Rücken, komplett alles anspannen. Übung 3 sind die Ausfallschritte, also einmal den Schritt nach links, tief runter, wieder anziehen, Ausgangsposition und das Ganze auf die rechte Seite wiederholen. Und immer im Wechsel einmal links und rechts. Übung 4 ist seitliches Beinheben. Sucht euch eine bequeme Position, so wie die Chiara zum Beispiel. Gucke, dass die Hüfte ganz gerade ausgerichtet ist, also dass ihr nicht nach hinten oder nach vorne wegkippt. Jetzt Füße anspannen, am besten Zehenspitzen zu euch ziehen und Bein angespannt nach oben bis an den höchsten Punkt, wieder nach unten, ohne abzulegen, also jetzt immer auf Spannung lasse und wieder hoch und runter. Übung 5 sind Kickbacks. Vierfüßlerstand, angespannt, also immer im Wechsel, rechtes Bein, linkes Bein, ein Bein nach vorne anziehen zur Brust, soweit es geht, und den Fuß nach hinten wegstrecken. Auch hier am besten so hoch es geht. Anziehen und nach hinten. Das könnt ihr im Wechsel machen. Also ihr könnt entweder sagen, ihr macht die komplette Zeit über eine Seite und wechselt von Runde zu Runde, oder ihr wechselt wirklich in einer Runde von Bein zu Bein. Übung 6 sind ganz normale Ausfallschritte nach vorne, also heißt Ausgangsposition gerade stehen, jetzt immer einen Schritt nach vorne, relativ breit, einmal komplett runter, das Knie darf nicht den Boden berühren, wieder hoch, anziehen, Ausgangsposition und am besten direkt mit dem anderen Bein nach vorne. Wichtig, gerade Rücken.